Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 im Alltagsleben. Ja, die Gute saß auf dem Topf und Mami kam rein, was ja jetzt eigentlich kein Drama sein sollte. So, du musst Kolumne schreiben, das darfst du gleich noch machen. Schreiben, Kolumne, so. Was musst denn du machen? Soziale Medienstatus aktualisieren. Wir haben jetzt nur einen PC, ne? Das ist ein bisschen doof. Oh, sie geht schon aufs Töpfchen. So ganz alleine. Ich hoffe, das geht gut. Klingt jedenfalls so. Was machst du? Du musst Hausaufgaben machen und bist müde. Hausaufgaben gehen aber erstmal vor, meine Liebe. Ja, möchten wir verkaufen. So, du darfst das einmal säubern. Was ist mit der Sarah? Die bewundert das Bild, okay. Du könntest eigentlich ein bisschen mit Lama malen machen. Oh, und du hast Hunger, okay. Wo sind die Mama? Du darfst das da gerade mal reparieren. Du hast Hunger. Du fühlst dich unwohl. Aufwischen wäre eine echte Alternative. Zuschauen. Ich wäre dafür, dass du ihn hier mal wegen Essen im Nachtisch über LKW reden. Essen bitte. Halt nicht weglaufen, Papi. Was ist denn das da? Da haben wir ja gar keine... Moment, das müssen wir gerade aber nochmal beheben. So. Entschuldigung, aber das ging ja jetzt gar nicht. Da legen wir mal. Aber, ja, die hat Hunger, die Kleine. Dann geht ihr mal was essen. Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Das darfst du gerade noch wegwerfen, Süße. Und dann darfst du auch mal was kochen, weil du willst ja Level 5, glaube ich, erreichen. Genau. Mach du mal Spaghetti. So, du warst das mit den sozialen Medien, oder? Genau, das können wir jetzt machen. PC ist frei. Fast frei. Soziales Netzwerk. Nein, 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 nicht löschen, nicht löschen, nicht löschen. Gottes Willen, aktualisieren, so. So, du hast Kolumne abgeschlossen, das ist gut. Was musst du noch machen? Berichte ausfüllen. Das geht auch wieder nur am PC. Wir haben eindeutig zu wenig PCs. Wer von euch Mädels kriegt denn noch einen ins... Keine. Wir haben nämlich keinen Platz. Kann ja jetzt nicht gerade behaupten... Ah, da könnten wir noch einen hinstellen. Die Saskia ist ja eh ausgezogen. Kaufen wir gerade noch einen PC. So, Steinzeitprozessor, ne. Der Nestwärme, der ist, was das? Ghostwriter Desktop. Das Geld haben wir leider nicht. Wir nehmen den da. So. Dann kannst du hier nämlich gleich mal Berichte ausfüllen.
Haven. Webberichte ausfüllen, genau. Ina. You Torba Melvoy? Du machst noch Hausaufgaben, das ist gut. Danach darfst du dich gerne noch ein bisschen schlafen legen. Sobald du sie fertig hast. Sie ist wütend. Wegen niedriger Energie. Oh, sie ist müde. Okay. Kimba. Sluva? Oh. Hilfe? Mangi? Aktionen? So, ja, sie quengelt genauso wie ein Kind halt quengelt. Sarah in den Schlaf lesen. Das kannst du doch bestimmt. So, was muss Mutti? Oh, sie will auch vorlesen, okay. Ist halt der Sarah. Okay, er hat sie jetzt nicht ins Bett gebracht. Wo ist sie denn? Sarah? Ach so. Du darfst die mal aufwecken, die Kleine. Ist sie nicht putzig, wie sie das schläft? Sieht doch niedlich aus. In dem Alter geht das noch. So, du hast die Hausaufgaben fertig. Das heißt, du kannst dich mal schlafen legen. Du musst noch Berichte ausfüllen. Du bist fertig. Du hast aber bist auch müde, ne? Und hast noch wie viele Stunden? 6 Stunden. Dann kannst du dich eigentlich auch mal schlafen legen. So, ins Bett bringen. Ach, hallo Marie. Wo warst denn du? So, sie hat noch ein bisschen. Kann sich danach dann auch noch ein bisschen hinlegen. So, und du darfst ihr nämlich vorlesen. So, Kinderbuch in Schlaf lesen, genau. Warum bist du traurig? Wegen Merkmal düster, okay. Adenef? Lonkas. Was muss er eigentlich noch machen? Essen zubereiten oder Getränke mixen üben, okay. Oh, ja, Feinschmecker kochen auch 10. Sollst nicht sprechen, du sollst vorlesen. In den Schlaf lesen, genau. So, du darfst gerade mal kochen. Ein Gourmet-Menü. Was fehlt ihm da? Kugelfisch. Oh, was ist das? Das darfst du gerne mal probieren. So. Du solltest hier eigentlich vorlesen. Genau. Das ist ja auch dein... Dein Wunsch. 5 Stunden bis zur Arbeit. Sarkini.
Oh, ist das traurig. Magorbo, so, du musst jetzt aufs Klo. Warten wir aber noch ein bisschen. Sie schläft, das ist schön. Was sind deine Bedürfnisse? Ich habe gehört, dass an den Klippen gerade verrückte... Nein. Keine Party. Sie muss eh bald zur Arbeit. In den Schlaf lesen, das hast du doch gemacht. Du kannst dich jetzt auch hinlegen. Nee, Baby machen tun wir nicht. Das, wie gesagt, 4 Kinder, denke ich, reichen. So. Das ist der Vorteil, dass wir hier keine Nachbarn haben. Oh, da ist die Dusche kaputt. Dann darfst du anschließend mal reparieren, mein Lieber. Oh, du probierst dein Feinschmecker-Menü, okay. Forelle Müllerin, ausgezeichnet. Die stellen wir aber, glaube ich, mal in den Kühlschrank. So, anschließend darfst du noch... Das tun wir auch gerade mal. Wir haben gar keine Spülmaschine. Wie konnte denn das passieren? Da darfst du noch aufwischen. Und ich gucke gerade mal, ob wir hier eine Spülmaschine in die Küche kriegen. Herde? Nein, Herde will ich nicht. Genau. Der Profispüler. Passt. Gut. Wie sieht's bei euch aus? 2 Stunden. 1 Stunde. Okay, dann solltest du aufs Klo gehen. Nimm mal das hier oben, weil unten wieder repariert. Sie schläft, sie schläft. Sie hat Hunger. Das sollten wir ändern. Öffnen. Ist nicht viel drin, dann darfst du auch gerade mal kochen. Fangen wir mit Rührei mit Speck an. So, was ist mit dir? Du brauchst die Hausaufgaben nicht mehr. Bei dir ist alles grün, okay. Du hast noch 2 Stunden bis zur Arbeit. Dann darfst du die auch noch schlafend verbringen. Oh, du solltest... Ja, sonst wird das... nichts mehr aufs Klo gehen. Du solltest dich ein bisschen beeilen, liebe Marie. Sonst... haut das mit der Schule nicht hin. So, du hast die Kochfähigkeit erworben, das ist schön. Was man so Kochfähigkeiten nennt. So. Darfst du auch gleich essen? Wo willst denn du hin? Kim muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein, ja. Zur Arbeit gehen natürlich. So, du darfst dann mal aufstehen. Wie sieht das bei dir aus? Oh, du musst auch strullern. Musst auch bald zur Arbeit. Dann solltest du das verwenden. Aha. Marie schläft. Nein, Sarah schläft. Das ist auch gut.
Marie ist zur Schule, das ist auch gut. Sie müsste dann bald zur Arbeit gehen. Ich hoffe, sie hat bis dahin fertig gegessen, wobei wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Sie ist ja dann zumindest mal ein gewisses Maß gesättigt. Oh, du musst. Du, ich hätte eine echte Idee. Geh aufs Klo. Aufs Klo gehen soll das sehr helfen, mein lieber Gunnar. So, du musst jetzt zur Arbeit, ne? Eine Minute, ja. Ja, du darfst natürlich zur Arbeit gehen. Kim ist zur Arbeit. Dann ist Gunnar gleich der Einzige, der hier ist. Simmer sieht da schon ein bisschen krass aus, aber irgendwo hat's was, finde ich. So. Ute ist zur Arbeit, sehr schön. Gunnar will ein... Der ist müde. Ich würde sagen, dann solltest du dich schlafen legen. Gastronomie-Karriere Level 8 erreichen. 5 hast du geschafft, okay. Ja, ob das mit den 8 noch was wird? Lassen wir mal dahingestellt. Oh, was ist denn das? Das ist aber ein neues Spiel, das kenne ich nicht. Das muss jetzt bei dem... bei dem letzten Update mit reingekommen sein. Du hast ein bisschen Hunger, da kann ich aber auch nichts mehr dran ändern. So, auf geht's zur Arbeit. Tantiemenbericht. Ja, das Buch könnten wir auch nochmal weiterschreiben, ne? Wäre vielleicht auch noch gar nicht so verkehrt. So, Niki ist zur Arbeit. Sehr schön. Begegnung im Aufzug. Während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Kim von ihrem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet. Und der Unternehmensleiter zusteigt. Soll Kim etwas sagen, um den Eindruck zu schinden oder den Mund halten? Mund halten. Kim vermeidet Blickkontakt und tippt weiter auf ihrem Telefon, bis der Aufzug im gewünschten Stockwerk hält. Der Unternehmensleiter würde sicherlich nicht mit Untergebenen reden wollen, oder? Das ist hier die Frage. Vielleicht hätten wir doch was sagen sollen. So, wo ist denn unsere Putztante? Da unten? Ah ja, sie räumt auf, das ist gut. Wow. So, 55 Simoleons. Die sind alle bei der Arbeit. Okay, Niki hat bald Geburtstag. Marie ist aus der Schule zurück. Oh, Ute ist befördert worden. Sehr schön. Gibt 7 Simoleons mehr pro Stunde und einen Bonus von 141. Und sie ist jetzt Umfragen klauen. Okay, ja, ich sage jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Großstadtleben mit dabei und übermorgen im Vampirleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Hausaufgaben können wir ihr gerade noch geben. So, tschüss.